So, dann wieder hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von The Crew Motorfest in einem neuen Fahrzeug, was wir angucken, nämlich das letzte, eins der letzten beiden Fahrzeuge des Year One Pass. Der läuft ja jetzt aus und zwei wunderbare Fahrzeuge haben wir im Weg noch reingefunden. Also das Toyota 2000 GT, den gucken wir uns natürlich auch an und dieses absolute Schmuckstück, der BMW M3 E30. Ich muss sagen, es ist eins der Autos, auf das ich wirklich jetzt am meisten mit hingefiebert habe, weil ich die Kiste einfach super, super geil finde und ich in den Need for Speed fühle, in Forza nicht fühle, weil das Model vollkommen outdated ist. Und jetzt haben wir halt, ja, Gott sei Dank, ein neues Model in The Crew Motorfest und das hier ist also ziemlich, ziemlich geil. Wir sind sehr gespannt, was wir in diesem Wagen so anstellen können. Nebenbei, den Mustang Dark Horse, der ja auch jetzt mittlerweile im Spiel ist, den werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Das kommt noch diese Woche in einem weiteren Video auf jeden Fall. Aber ich wollte den Wagen sofort ziehen, weil ich finde den M3 30 einfach interessanter, muss ich fairerweise sagen. Und ja, der Wagen ist jetzt hier wunderschön in Hawaii. Fahrbar, wie gesagt, im Year One Pass, also eine Woche jetzt eben exklusiv für die Year One Pass. Leute, danach könnt ihr euch natürlich ganz normal im Ingame-Shop gönnen und könnt dann auch, ja, BMW M3 E30 Fahrer werden. Und das ist eine sehr, sehr positive Info, muss man fairerweise sagen. Weil ich finde das Ding, wie gesagt, persönlich optisch ziemlich, ziemlich geil. Und ich glaube, es gibt wenige, die einen M3 E30 nicht fühlen. Es ist einfach einer dieser deutschen Klassiker, die man einfach sehr, sehr cool und geil findet. Die leider mittlerweile einen extremen Preisanstieg erlitten haben. Die waren früher echt, mal zwischendurch wirklich sportwillig, die wollte keiner haben. Also wirklich, das ist jetzt nicht mein Gag, also, aber es ist schon ein paar Jahre her. Aber mittlerweile, ja, wissen die Leute halt, oh, das ist ja ein ganz schön cooles Auto an sich. Das ist ja gar nicht so ein verkehrtes Kfz. Und es sieht vor allem auch noch so schick aus und kommt aus der einer der goldenen Ära der DTM-Phase. Ich glaube, ich brauche euch nicht die ganzen DTM-Aufnahmen zeigen, wo E30, 190e und so gegeneinander gefeilt haben. Das ist, glaube ich, welche die ikonischsten Rennszenen, die man so, ja, als Videoformat gesehen haben kann. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr drauf, was wir mit diesem Wagen hier anstellen können. Ich habe keine Ahnung, was für Tuning-Optionen sich für den Wagen hier so bereitstellt. Ich hoffe sehr, dass die Whitebody-Fender hier schön, wenn es welche geben sollte, schön angepasst sind. Die Tür hat ja meistens mit offen ausgeschnitten unten. Ich vermute auch, den ähnlichen Stil werden wir auch hier wieder verfahren. Das ist halt einfach der Stil der sagen wir mal, Tuning-Designer hier im Game, also die Leute, die das halt bei Ivory Tower machen, das ist halt so deren, ich sag mal so, deren Handschrift gewissermaßen. Ist ja auch fein, ne? Ist ja auch cool, wenn man den Wagen gewissermaßen in verschiedenen Spielen auch verschieden tunen kann, der nicht überall identisch aussieht. Dementsprechend passt das ja. Ich hätte natürlich auch nicht das LTO-Kit, bin ich ehrlich, das, was wir auch bei Need for Speed mittlerweile drin haben, aber da wir ja keine lizenzierten Sachen hier drin haben, wird es wahrscheinlich nichts werden. Wir müssen natürlich auf das zurückgreifen, was Ivory Tower gestaltet hat. Und ich würde auch sagen, wir quatschen nicht so lange, gehen direkt mal rüber in den Showroom und schauen nochmal, was wir hier mit so anstellen können. Gut, da sind wir jetzt. Ich habe den Wagen schon mal auf Maximal Score gepackt. Wagen ist in der wunderbaren Street T1 Klasse, hier 655 PS auf 1,2 Tonnen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, wir haben zwei Farbschemen, die wir wählen können. Einmal schwarz hier mit dem roten Streifen und einmal rot mit schwarzem Zierstreifen gewissermaßen. Wir bleiben aber bei den schwarzen, finde ich schon ganz clean, bin ich ehrlich, bin ich sehr großer Fan von. So, wir gehen mal durch. Wir haben sechs Hauben. Wir haben allerseits Carbonara. Dann haben wir hier so zwei schöne Seiteneinlässe und Schnellverschlüsse dran bekommen. Das Ganze auch noch mit Carbon und diesen, ich sag mal, sehr extremen Einlass. So ein bisschen diese Hutze in der Mitte. Da bin ich aber ehrlich, ich finde das hier, das fühle ich schon. Das ist schön designmäßig ganz geil, weil dadurch bleibt diese, ich sag mal, erhobene Linie in der Haube mittig erhalten. Das nehmen wir einmal gekauft. So, 20 Stoßstangen gewartet. Oh! Gelbe Scheinwerfer ist sehr gut. Das finde ich geil. Ich hatte auf Scheinwerfer-Customization so ein bisschen gehofft, auch theoretisch so abgeklebt mit einem Kreuz drauf oder einem Luftfilter drin. So wie es bei so roten Scheinwerfern sich halt einfach brutal anbietet. Ah, und dann, oh, dann haben wir auch eine. Das muss ich The Crew aber auch gewissermaßen lassen. Ich bin da nie der größte Fan von. Ich mag dieses Modernisieren von Fahrzeugen nicht, von älteren Fahrzeugen, der LED-Kram reinzupacken, weil ich es einfach optisch nicht passend finde. Aber ich trotzdem den Gedanken dahinter verstehe und auch die Idee cool finde. Nur ich finde es halt optisch, holt es mich halt nicht ab. Deswegen finde ich es cool, dass es eine, sagen wir mal, LED-moderne Scheinwerfer-Variante für den Wagen gibt. Haben sie ja bei vielen Fahrzeugen so. Ich mag die Idee, machen eigentlich fast keinen anderen der Spieleentwickler, deswegen ist es eigentlich eine coole Sache. Oh, okay, das ist wild. Okay, das ist wild mit dem komplett zu Grill. Das ist eine ganz wilde Nummer. Krass, okay, da ist echt nicht drauf gekommen. Aber es hat irgendwie was. Mit gelben Scheinwerfer ist aber cool dahinter. Vor allem aus dem Blick. Oh, okay, aus dem Blickwinkel ist es aber schon ziemlich sick, Alter. Holy fuck. Okay, wir haben dann einen schönen Splitter. Wo ist denn der Unterschied dazu? Ah, okay, dann. Eine dickere Lippe, ne? Die Lippe ist dicker. Ja, die ist dicker. Dann haben wir das mit Splitter. Ich muss gerade mal ein bisschen durchgucken, was er jetzt an der Stoßstange überhaupt anstellt. Ist, glaube ich, gar nicht so viel krassen Shit, den er hier unten macht, ne? Oder kommt noch krasser Shit? Oder haben wir noch LED, ich sag mal, das ist die Blinker? Müssen die Blinker sein, ne? Ich würde aber.
Am liebsten hätte ich ja gerne das Versteckte. Das Problem ist, das Versteckte gibt es halt nur mit LED. Und das, wie gesagt, ich finde es halt optisch nicht geil. Deswegen werden wir es nicht machen. Wir werden gelbe Scheinwerfer machen mit... Ich will gerade, welche Stoßstange jetzt groß anders. Ich muss gerade echt auf die Stoßstange. Was macht der denn da unten überhaupt? Es ist immer dieselbe Stoßstange, ne? Er packt einfach nur mehr dran. Ah, da ist eine dickere Lippe. Okay, das ist eine dickere Lippe auf jeden Fall. Und dann gibt es die nochmal mit dran. Und dann hätte ich gerne die dickere Lippe. So hätte ich das gerne. Das ist genau. Das ist die Kombination, die ich gerade gesucht habe. Hat ein bisschen gedauert. Gut, gehen wir rüber zum Kotflügel. Ah, okay. Ah, das finde ich gut. Ja, ja, okay. Er ist immer noch unten ausgeschnitten, I get it. Aber, das ist hier der wichtige Punkt, die Designer haben die Originallinie genommen. Das finde ich sehr, sehr schön. Die haben mir einfach die Originallinie weiter ausgestellt. Das ist gut, weil das finde ich passend zum Fahrzeug. Ich hätte gerne den Blinkerball, bin ich ehrlich. Und ich hätte gerne unten an der Stoßstange, ein bisschen weiter rausgekommen wäre. Aber ist okay, wir nehmen das. Damit bin ich vollkommen fein. So, Felgen haben wir Originale. Die finde ich schon ganz gut, aber ich hätte gerne sowas Motorsportmäßiges wäre geil oder RS-Design oder sowas. Sowas können halt auch fitten. Müssen wir jetzt gerade mal gucken, was wir da draufschmeißen am Ende. Ja, sowas wäre natürlich auch sehr passend, ne? Ich glaube, wir machen sowas. Ich glaube, das dürfte ihm ganz gut harmonisieren. Aber in einem schönen Silber. Und wir machen sie, glaube ich, sogar 2 Zoll Größen kleiner. Aber es waren gerade ein bisschen müh zu groß, die Boys. Die waren müh zu groß, muss ich fairerweise sagen. Ich fand sie jetzt nicht passend. Dann machen wir einfach mal, rote Bremszettel erstmal zur Zielleiste passen. So, Spiegel können wir einmal so oder Carbon machen. Dann diese kleinen Spiegel. Finde ich ein bisschen passender, weil, also finde ich ein bisschen cooler, weil motorsportmäßiger. So, weil wir gehen ja gerade auf so ein Motorsport-Update, deswegen passt das ganz gut. Dann haben wir auch nochmal einen Schwellereinsatz, der passt auch zur Front, ne? Ja, ein bisschen tiefer ist er, aber ist noch okay. Ich mag das immer nicht, wenn der Schweller tiefer ist als die Frontschuhstange. Das ist immer ein bisschen optisch out of place. So, hinten haben wir dasselbe nochmal. Können auch ein bisschen weiter rauszoomen, liebes Spiel. Dann könnte ich auch ein bisschen weiter erkennen, was du da anstellst. Ja, die sind immer noch unten ausgeschnitten, aber es geht. Es ist nicht so schlimm wie bei vielen anderen Bodykits. Und es, wie gesagt, es fittet der Bodylinie sehr gut, weil da halt, wie gesagt, die originale, ihr seht hier, die originale Bodylinie nehmen und einfach ziehen. Das finde ich sehr gut. So, wir haben 6 Heckspoiler. Wir haben das Ganze einmal ohne Gurney Flap. Dann haben wir das. Oh, mit großer Gurney Flap. Das finde ich gut. Dann haben wir ein Ducktail. Das finde ich auch gut. Oh, danach. Oh, es ist. Nee, was ist der Original? Nee, das ist einfach doppelter Spoiler. Finde ich aber gut. Oh, und dann haben wir einen GT-Flügel. Also, ich muss sagen, ich finde das hier mit der großen Gurney Flap sehr sexy, war clean. Aber der große Spoiler. Eieieiei, da hast du mich aber abgeholt. So, Doppelflügel. Ei, da bin ich aber sofort an Bord. Das nehmen wir bitte. So, wir haben. Oh. Ey, das ist wirklich, dieser Wagen ist wirklich so auf mich getrimmt. Gelbe Scheinwerfer hinten, Clear Taillights. Das ist halt wirklich, Alter, ich gehe hier gerade komplett innerlich auf, ne? Eieiei. Oh, okay, also sie haben sich auf jeden Fall von manchen Parts an dem DTM-Fahrzeug orientiert, weil es auch ganz normal diese, müssen die Tankanschlüsse sein? Haben wir, ja, Tanke haben wir noch, die ja da in die Kennzeichenhaltung gesetzt haben. Einzige, was ich dann so ein bisschen kritisieren möchte, dass ich dann auch gerne einfach das Kennzeichen auch gerne über Bord geworfen hätte und es nicht hinten in die Heckstange gekracht hätte, weil die Position sieht wirklich maximal weird aus, aber na gut. Und dann dieses DTM-Style-Endrohr mit, vor allem mit diesem Hitzeschutzblech davor. Okay, Duplex machen wir auf gar keinen Fall. Das machen wir auch nicht. Das, also wirklich, Duplex sieht halt wirklich verboten scheiß. Ah, nee. Nein. Der Diffuser ist nett, aber nee, das wird. Okay, es wird immer schlimmer. Ich bin jetzt überhaupt kein Fan mehr von dem, was hier abgeht. Das gefällt mir alles nicht. Da bin ich gerade vollkommen kontra. Ich meine, ich finde das Endrohr-Design wirklich Chapeau. Ich respektiere das, aber Bruder, auf gar keinen Fall eine Duplex am M3. Nee, das mal. Also, nein. Also, nee. Also, sind wir uns alle einig, das kann man nicht machen. Das kann man einfach nicht machen. Das geht nicht. Wir machen. Ich gehe nochmal kurz alles durch, ob da irgendeine andere Kombination, die mir gut gefällt ist. Aber wir werden vermutlich, warte, das hier machen. Mit dem Hitzschutzblech, den wunderbaren Rückleuchten, Clear, das gefällt mir gut. Und dann machen wir mal roten Innenraum rein, aber eine rote Ziernähte hätte ich gerne in Alcantara. Und das einmal bitte, sehr schön. Dann müssen wir jetzt gerne mal kurz noch das schöne Livery gucken. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was die Leute noch damit angestellt haben. Aber der erste Eindruck, ich muss sagen, bin ich sehr großer Fan von. Mir gefällt das Tuning an der Kiste. Mir gefällt das Tuning sehr, sehr gut. Also, bin ich ehrlich, das ist schön geschmackvoll. Grüße gehen raus an Ivory Tower. Gut gemacht. Jetzt schauen wir mal nach Liveries, weil ich hätte, glaube ich, gerne Rennwagen-Livery auf denen. Es gibt auch ein paar Exklusive für den, die auch, muss man sagen, relativ cool sogar aussehen. Ich finde jetzt die Pinke hier auch zum Beispiel gar nicht mal so verkehrt. Das ist nicht unbedingt Fahrkarte, den ich auf die Karre draufpacken würde. Die ist so ein bisschen R-König-Ding. Findet ihm ganz gut sogar, bin ich ehrlich. Also, die Liveries für ihn sind sogar... Finde ich persönlich ganz cool. Also, ich finde sie jetzt echt nicht schlecht gemacht. Vor allem hier sowas wie die Rennwagen-Style-Dinger. Die sind schon grundwechselig. Oh, wir waren im Schwarz. Das ist schon grundwechselig. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal in Top 100 rein, ob die Leute schon was erstellt haben. Das Problem ist halt, wir sind jetzt kurz nachdem der Wagen released worden. Das heißt, wir werden noch keine vermutlich sehr krasse Rennwagen-Livery für das Fahrzeug bekommen. Ich hätte gerne irgendwie sowas Warsteiner-mäßiges oder so Kram. Wisst ihr, wie ich meine? Aber
Ich glaube, ich bin auch zu früh dran dafür, merke ich gerade. Ich glaube, wir sind noch ein Müll zu früh dran, eine richtige Rennwagen-Livery zu erwarten, weil die Leute müssen ja auch erstmal sich ein bisschen mit dem Wagen beschäftigen, da Zeit reinstecken. Für die Livery hat immer jemand Zeit. Es ist wirklich nicht gut, Leute. Ihr müsst euch abgewöhnen. Macht diese Livery nicht auf jeden BMW. Es ist auch mal gut. Man muss auch mal sagen, reicht dann jetzt auch. Ja, die M-Streifen, ja, das ist aber alles nicht so meins, bin ich ehrlich. Aber wir haben da keine. Ich weiß nicht, warum da Mickey Mouse drauf war. Ich sag euch, wie das ist. Oh, die Advent ist sogar ganz cool. Ist sogar ganz nice. Aber ich überlege mir mal gerade den Wagen, dass wir ihn, so dumm es klingt, gerade einfach weiß machen. Weil wir haben Clear Taillights. Wisst ihr, was ich meine? Und dann gehen die Streifen auch flöten. Warum? Warum sind die Streifen nur Teil der Warum? Aber, ach man, das ist ja doof. Aber wir machen ihn rot. Nee, rot sieht nicht aus mit den gelben Scheibenwerfern. Wir lassen ihn schwarz, scheiß drauf. Komm, ist egal. Komm, ja, das war wieder unnötige Zeitverschwendung. Nichts ist passiert. Willkommen bei meinem Video. Gedehnte Asphaltreifen, ja, da sehe ich mich schon so ein bisschen. Ja, das finde ich gut. So ein bisschen stretchy-matchy. Dann brauchen wir noch Posten raus. Ein bisschen rote Aktien oder sowas wäre ganz cool. Habe ich überhaupt. Na, ich habe echt rauchtechnisch, muss ich mich echt mal ein bisschen hier ausstatten noch im Spiel. Wir haben ein paar Crew-Credits, die müssen wir dafür auch mal investieren. Wir müssen auch mal an unsere Zukunft denken, an roten Rauch. Dann Auspuffflamme. Was nehmen wir denn mal? Oder Nitro, bitte nicht Auspuffflamme. Violetta-Rauch. Ja, das sieht eher aus wie eine Fehlzündung. Weiß ich nicht. Explosive Fehlzündung. Ja, wir machen es einfach besser draus. Ist eine Fehlzündung. So, das machen wir nicht. Könnt noch ein Dachding drauf machen, aber ich sehe mich da jetzt auch eher weniger. Armaturenbrettfiguren geben bei ihm leider keine. Schade. Aber so ist ja auch fein, ne? So ist doch auch fein. Gut, gehen wir mal raus. So, wir sind draußen, meine lieben Damen und Herren. Und man muss sagen, ja, der Wagen, das gefällt mir gut. Das Kfz, das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also klar, wären noch ein paar extremere Parts natürlich vielleicht cooler gewesen. Aber ich finde den Wagen halt einfach sehr clean und sehr stimmig getuned. Also ich finde halt einfach die Parts, die sie gewählt haben, sind sehr schön, sehr stimmig. Muss man aber sagen, feiere ich sehr. Mich wundert so ein bisschen, dass sie vorher diese LED-Scheinwerfer gemacht haben und hinten sich dann aber entschieden haben, nee, machen wir nicht. Da wäre es halt auch cool gewesen, hätte man da auch noch so eine moderne Variante sich da ausgedacht für die Rückleuchten. Nichtsdestotrotz finde ich es aber sehr, sehr cool, wie er geworden ist, bin ich ehrlich. Ich finde es im Endrohr super. Ich finde alles cool. Ich finde alles hier dran super, super cool. Feier sehr, dass er reingekommen ist. Und es wird ein Street hier 1 auf jeden Fall eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Ich sag wie es ist. Ich finde den D30 M3 halt einfach super cool. Ist einfach ein geiles Auto. Und vor allem, wenn er die richtigen Proportions und Optik hat im Vergleich zu Forza, dann kann man mit diesem Wagen auch wirklich Spaß haben. Und ich meine, sieht doch wieder cool aus mit den gelben Scheinwerfern. Das macht schon was her. Das kann man nicht anders sagen. Das macht einfach was her. Das ist sehr geil, dass was her macht. Ich bin sehr gespannt, wie der andere Klassiker so zu tun ist. Also der Toyota 2000 GT. Jetzt kommt's. Ich bin von dem Wagen nicht der größte Fan. Ich finde ihn optisch nicht super geil. Ja, alle schreien auf. Oh mein Gott, der 2000 GT hat sicher den schönsten Toyota aller Zeiten gezeigt. Ja, das soll passieren. Ich erkenne seine Hierarchie und seine historische Bewandtnis, aber optisch gibt es schönere Toyotas für mich. Aber wir werden uns trotzdem anschauen, weil, wie gesagt, wir sind natürlich jetzt reingekommen und wir haben hier schon unser Fuhrpark. Dementsprechend wäre es ja doof, es nicht zu tun. Und natürlich den Dark Horse, den werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich denke mal, wie gesagt, im nächsten Video gucken wir uns den 2000 GT noch gerade an. Den werden wir uns auf jeden Fall auch noch zu Gemüge führen. Wenn ihr darauf Bock habt, schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen rum da. Bis das nächste Mal wieder. Haut rein. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.